Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr habt genauso gute Laune wie ich. Draußen scheint die Sonne, meine Cam ist wahrscheinlich wieder halb schwarz und die Cam, das ist gerade ganz verrückt. Ich glaube, ich bin relativ zentral halt. Ich meine, man kann sich ja die Kamera verschieben, wie man möchte. Es sieht aber nicht aus, als würde sie mich angucken. Es sieht so aus, als würde sie an mir vorbeigucken. Das ist ein bisschen crazy, Maisy, wenn ich ehrlich bin. Das ist so, als wenn ihr mit jemandem redet, der einfach an euch vorbeiguckt. So, er guckt, das ist so, ich gucke euch gar nicht an. Ja, wie geht's euch so? Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ja, heute, wir haben ja die Trash-Wochen, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich werde Champions spielen, wo ich vielleicht Bock drauf habe, wo ich sage, ja, geil, die ihr vielleicht auch sehr selten hier auf diesem Kanal gesehen habt. Und mit dem ich irgendwann mal einen Champion habe, wo ich sage, okay, hey, mit dem rushe ich jetzt hoch. Ja, solange testen wir verschiedene Champions. Wir haben jetzt Echo, wir haben richtig viel rumgetauscht, das heißt, unser Jungler ist kein Jungler, unser Toplane, irgendwie ist hier alles möglich. Das heißt, ich muss abliefern. Ich habe gesagt, ich bin der Worst Jungler, very good mid, dies, das. Deswegen, er hat jetzt extra, er hat gesagt, best KDA, Fist, dies, das. Deswegen müssen wir jetzt abliefern. Echo wurde gebufft, etwas. Das heißt, Cooldown wurde reduziert. Und unser Plan für heute ist Max CDR Echo. Klar, vielleicht ist es nicht der Way to go, aber das ist der Way für uns heute to go, ja. Wir spielen gegen Cutter. Ich glaube, das Matchup ist relativ fein. Und Echo, muss ich sagen, passt an sich sehr gut zu meinem Champ-Pool. Ist ein sehr aggressiver Champion. Man kann viele, viele Plays machen. Man kann böllern, man kann Leute bestrafen. Und er ist sogar halbwegs safe. Das heißt, er hat zwei, drei Safe-Methoden, was sehr gut ist. Wenn du ein Spieler bist, der nicht wardet und viel... Bruder, erst mit Level 2, früher noch nicht. Bruder, muss ich jetzt flashen oder sterbe ich jetzt hier? Also, komme ich so weg? Ja, okay. Bruder! Bruder, mach... Okay, aber ich krieg einen Assist, das ist okay. Ich habe extra noch meine Q rausgehauen. Das ist fein. Okay, also es geht direkt full YOLO. Aber das ist eigentlich... Ich sag mal so, das ist der Best-Case-Szenario. Wer von euch hatte schon ab Minute 2 eine Flas? Wir starten quasi mit einer Flas, Leute. Stellt euch das mal vor. Außerdem, das war wirklich... Ich will es mir jetzt nicht gut reden. Das war eine Win-Win-Win-Win-Situation. Der erste Win... Wir haben eine Flas. Der zweite Win, wir haben zwei Stacks. Der dritte Win, Lee Sin hat den Kill bekommen. Und der vierte Win, Lee Sin hat den Kill bekommen und wird enden. Und der fünfte Win, oh mein Gott, das war die Omega Ultra Win Compilation. Wir haben hier eine riesige Minion Wave. Können die jetzt sogar freezen, was mich ein bisschen AP kostet, aber wir freezen sie. Und Cutter wird nun 1000 Millionen Minions verlieren. Also holy shit, war das ein riesiger Win. Okay, wir sind halb tot, ja, aber... wir können jetzt hier ordentlich CS nehmen. Okay, sie hat sogar sich direkt überlegt, okay, nee. Sie wollte, glaube ich, backgehen, aber hat sich gedacht, nee, gut, kann ich nicht. Bei so einer Minion Wave, I can't. Oh shit, ich enter. Ja, Echo, auf jeden Fall Cooldown von der Ultimate wurde hart reduziert. Ist an sich ein perfekter Champions wie Zed, nur anders mit der Ultimate. Und ich muss sagen, so, die kriege ich jetzt leer auf den Sack erstmal. Jetzt ist vorbei. Spaß. Spaß ist jetzt vorbei. Das Problem bei der Ultimate ist, sie ist mir, so sage ich immer, wenn ich Echo spiele. Warum, Tobi, warum spielst du eigentlich kein Echo? Ja, die Ultimate ist mir zu defensiv. Wir vergleichen jetzt einfach mal mit der Set-Ultimate. Klar, es sind zwei schon unterschiedliche Ultimates. Echo Ult zum Beispiel macht AOE-Damage, gibt dem AP wieder und so Sachen. Aber nehmen wir an, wir wollen Katarina dive. Sie ist low AP, wir wollen sie dive mit Level 6. Mit Echo springe ich ran, mach meine Stuff. E, Auto-Tags, Q. Das war's so ziemlich. Okay, das würde ich sagen, sieht nach Int aus, oder? Ah, was? Wo kommt der denn her? What? Habt ihr den gesehen? Ich hab den... Okay, also der Camp in der Mitte ist super hart anscheinend. Ich weiß nicht, ob das Premates sind. Hä, wo kam denn der Lee her? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ist der hier irgendwie... Hat der... What the fuck? Okay, nehme ich an. Akzeptiere ich. Hier noch ein Dorans drauf. Okay, ist okay. Die will's auf jeden Fall auf die harte Tour. Finde ich in Ordnung. Lee Sin, zwei Kills, ist komplett free. Hier, Leute. Extra mit Carry-Riegel. Carry-Riegel-Tasse. Ja. Danke an dieser Stelle nochmal an Glenn. Glenn war es, jawohl. Also nochmal zur Ultimate ganz kurz. Die Ultimate ist halt, ja, bei Zed machst du rein und Damage, 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 Damage und dann gehst du raus. Bei Echo gehst du rein, E, Auto-Attack Q und dann pray, dass der Gegner stirbt und du gehst mit der Ult raus und, also ohne, dass die Ult halt Damage macht, gehst du raus. Du hast nichts mit der Ult gemacht, nur dich selber save. Das gefällt mir in der Echo-Ult nicht. Vielleicht werde ich aber erstens heute, vom Gegenteil überzeugt und zweitens, klar, mit der Ult musst du halt Dinge tun, ne? Vielleicht, dann sagen Leute, ja, Tobi, du spielst einfach mit der Ult falsch. Das Problem ist, Lee Sin kommt gleich schon wieder. Ja. Bruder!
Was ist denn das für ein Camp? Sag mal. Sag mal, wie soll... How I'm supposed to win with the shitty ritty. Aber ich flame niemanden und ich sag euch, das wird... 4-1 ist hin, das ist free. Also, ihr denkt jetzt wirklich, hey, Tobi, das wird voll hart. Nee, das ist free, wirklich. Ich schwör drauf. Ich gehe komplett auf... geh mal da bitte weg. Ich gehe komplett auf Schwörung. Weil das einfach free ist. Der wird später useless sein, der wird inten, der wird getten. Ah, das ist jetzt ein bisschen bad drin, ne? Mehr. Ich hoffe, du intest... Ich muss hier für die... Ich brauche die XP gerade echt. Und die Kanone. Ah. Ja, ich vielleicht ihm helfen sollen, aber er hätte da auch nicht hingehen sollen. Ich meine, das war irgendwie schon so ein bisschen... Man hat gesehen, dass da alle hingehen. Nun, wir warten mal hier. Ich würde sie battlen. Ich werfe... Wir können... Oh, lol, das hat sie gut gemacht. Aber das hat wiederum ich gut gemacht. Na, das war in Ordnung. Wir müssen natürlich wieder die ganze Zeit berücksichtigen, dass Lee Sin kommen könnte. Da müssen wir wirklich die ganze Zeit on air sein. Hier ist eine Q. Ich meine, dieser Minion-Einstaubsauger ist auch ganz cool. Ne? Aufwerfen. Ach, Bruder, komm. Hat der Flash? Was ist denn das? Aber ist okay. Guys, we fine. Lee will in. Bisher weint ja auch noch niemand. Niemand ist am Weinen. Wir kaufen uns mal Schuhe. Wenn du viel laufen musst, Schuhe. So. Zack, 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 zack. Ab in die Mitte. Hab Bock. Okay, sie ist jetzt Level 6. Sie hat Dakarvis, sie hat einen Kill. Hat gerade den Tründel mehr gekillt. Wir müssen uns hier mal tauschen. Ich habe ja gesagt, es wird 20 Mal. Jeder hat mit jedem getauscht irgendwie. Oder habe ich die gerade vertauscht? Keine Ahnung. If he camped just one lane, it's okay. Die reden jetzt hoffentlich nicht von ihrer Lane, weil er campt ja gerade Mitte. Aber er war unten auch schon, oder nicht? So, CS. Haben wir unter Berücksichtigung der Faktoren echt gute CS-Leute? Okay. So. Katas oben. Und ich glaube, dass sie sogar noch nach Mundo läuft gerade. Bin mir unsicher. Vielleicht läuft sie aber auch durch den mittleren River runter. Kann sein. Wird wahrscheinlich so sein. So, zack, hier kann auch jemand Spell machen. Hauptsache die Kanone ist mein. So, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt Ultimate. Wir warten, bis Kata kommt. Sie wird auf jeden Fall kommen. Oder wir gehen nach unten. Sie kommt echt nicht. Okay, Lee Sin. Alter, dieser Ludolf, ne? Hier ist nochmal reingepusht. Pushen ist immer gut. Der hat auf jeden Fall... Man sieht schon das Leuchten in seinem... Guter Wardrum, Brody. Okay, du kriegst jetzt einfach... Ganz ehrlich... Ganz ehrlich, du kriegst jetzt einfach auf den Sack. Ich muss nur mit meiner Ultimate gucken, dass das irgendwie was wird. Jetzt! Ah, ein bisschen zu spät. Oh, komm! Later! Later, 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 later! Tschüss! Schön! Ich hab's euch gesagt. Das war einfach, guck mal, 700 Euros auf meinen Nacken. Poggers. Poggers. So, Items. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich habe wirklich... Ich glaube, Protobelt ist der Way to go. Protobelt ist super gut, fällt mir gerade ein auf Echo. Weil du einfach diese Protobelt-E-Kombo machen kannst. Aber wir wollen ja 40% zu der gehen. Ich glaube, wir kaufen beides, Ledred. Ne? Beides ist gut. Ja, Revolver ist ja auch sehr, sehr gut mit der E zusammen. Ja, doch. Also, Protobelt muss man schon gehen. Wir haben hier 20, 10 hier. Protobelt sind wir bei 40. Passt. Ja, wobei, wir brauchen noch ein Stundenglas. Ich meine, wir können auch übercappen, weil wir haben ja die Rune mitgenommen. Geht also. Alles ist auf. Wir haben Red Buff, Leute. Wir können richtig böllern. Hab nur gerade meine E benutzt. Die warten wir noch eben. Komm, spring rein. Ja. Spring nochmal rein. Ah, okay. Pot rein. Spring. Nice. Auto-Attack, Q. Auto-Attack, B. Auto-Attack. Kurz raus. Sterb. Vielleicht krieg ich drinnen mehr, aber ich glaube, der wird da nichts machen können. Nee. Gut, okay. Ich bin Echo-Anfänger. Ich muss sagen, das ging doch ein bisschen in die Hose. Ich hatte auch keine Ult, Leute. Sind wir fair? Ich hatte keine Ult. Mit Ult wäre das free gewesen. Wir kaufen mal eben Protobelt, würde ich sagen, als nächstes. Okay, was hätte ich... Wir lernen. Learning by doing. Katar ist schon räudig. Sie hat Kills bekommen, die sie eigentlich auch nicht hätte haben sollen. Ne? Der gerade, zumindest der erste. Aber was soll man da machen? Also meine W hat halt nicht connected. Bitte nicht sterben. Der hat aber Ult. Unglücklich. Meine W hat halt nicht... Die hätte ich... Also rein theoretisch hätte ich so gewusst, hätte ich die halt nach hinten machen müssen. Oh Leute, das war gut, aber jetzt zum Beispiel, ich habe Ult. Das ist so der Punkt. Ich habe die Ult, aber sie bringt mir nichts. Gar nichts. So, ne, das ist so. Bei Zed hätte ich jetzt einen Kill gemacht. Bei Echo nicht. Ich habe die Ult, geh weg. Jo, ah, okay, schade. Ich brenne. Oh mein Gott, was? Aber dieser Lee Sin, dieser Typ, der ist nur hier. Ich krieg halt selber leider gar keine Jungle-Unterstützung, muss man dazu sagen.
Das ist so ein bisschen klar. Er hat mir die Mitte gegeben und ich bin auch nicht mad. Aber stirb wenigstens. Stirb. Bitte sterb. Stirb, 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 stirb. Bitte stirb. Du musst sterben. Sonst hasse ich dich. Danke. Gut. Na, aber was hier in der Mitte abgeht, das ist aber auch ein Festchen, du, ne? Der, okay, hat Ultimate. Schön. Das war eine Win-Win-Situation, tatsächlich. Zwei Kills. Zwei Assists. Ne, für Lee habe ich keine Assists, oder? Ne. Nun. Na klar, ich könnte jetzt auch... Ich könnte jetzt auch sagen, so, ne, ne? Also, ne, wir nehmen einfach, ne? Ich finde, 2-4 finde ich cool. Ne, weil jetzt kann ich zeigen, hey, wir werden wieder ins Game reinsteppen, ne? Man kann ja nicht immer nur diese... Ich finde, ich muss das ehrlich so sagen, immer so diese 20-Minuten-Wins. Ich hasse es, wenn ich in 20 Minuten gewinne, wirklich. Wenn ich in 20 Minuten gewinne, das ist für mich ein Grund, die Aufnahme nicht zu nehmen. Weil ich dann das Video erstmal nicht über 30 Minuten strecken kann. Kappa. Und zum Zweiten ist es so... Ja, wenn du siehst, ein Video geht 20 Minuten, klar, ist entweder in 20 Minuten lose oder in 20 Minuten win. Jemand, der 20 Minuten lose, wird es wahrscheinlich nicht hochladen. Ich weiß nicht, ich finde die Games, ich freue mich wirklich, wenn manchmal jemand intet. Dieses Mal bin ich jetzt so ein bisschen. Aber ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Auch auf dem PB, ich liebe es, wenn dann jemand intet auf einmal. Im eigenen Team. Solange es nicht 0-8 ist, ne? Cutter ist natürlich jetzt auch eklig. Hab auf jeden Fall, Lee Sin kommt doch eh gleich wieder, ich weiß es doch. Die Frage ist, wenn wir klug wären, sollten wir nicht fighten. Okay, sie hat auf jeden Fall Turbo-Bock. Normalerweise sollten wir nicht fighten, weil die Chance, dass Lee Sin kommt, sehr hoch ist. Normalerweise sollten wir aber schon fighten, weil noch hat sie kein Gunblade. Und sie hat gerade ihre Ult benutzt. Ich kann aber auch meine wenig treffen, oder? Ganz ehrlich, weil sie einfach wegspringt. Sie springt einfach weg. So, wir warten jetzt mal, bis die Q benutzt, dann gehen wir rauf. Dann kann sie... Okay, sie macht das auch immer so. Okay, also, es ist sehr harsch, tatsächlich. Okay. Outplayed. Einfach outplayed. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Einfach outplayed, Leute. Ne, also, ja, schön. Schön, 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 schön. Very, very, finde ich okay. Finde ich absolut okay. So, Lee Sin ist da oben. Das heißt, wir können vielleicht eine Platte getten. Aber ich glaube, selbst das ist zu viel verlangt. Ich glaube, schön. Das heißt, die Platte sollte sogar drin sein. Cutter ist noch tot. Sehr, sehr schön. Guck mal, Leute, ihr müsst nur positiv sein. Klar, Cutter hat missplayed, aber, ne... Der Missplayer eines anderen ist der Player eines anderen. Kann man das so sagen? Oder ist das Quatsch? Oh, geil. Oh, zwei. Ich dachte nur eine. Das ist ja geil. So. Wir haben leider ein volles Inventar und nichts zu kaufen. Wir können jetzt Magic Pen Show gehen, aber ich glaube, wir... Wobei... 1,7. Okay, ich dachte 1,4,5. Aber das ist nur, wenn man den Dings zuerst kauft. Das ist jetzt ein bisschen awkward, sind wir ehrlich. Aber wir gehen ohne... Ja, okay, Cam, Magic Pensure. Eigentlich hätte ich gerne echt wenigstens das oder irgendwas fertig, aber nun. Ne? Ja, so mit der Echo-Ult auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Ist halt sehr schwer zu treffen, vor allem gegen einige Gegner, so, ne? Auch vor allem beim aggressiven Spielen, aber wenn ihr da heftig seid und krasser seid, dann könnt ihr auch sagen, ja, Tobi, du bist nicht krass genug. Könnt ihr sagen. Ja? Könnt ihr einfach so droppen. So, ich würde mich gerne noch auf noch einer Platte sehen. Cutters und ich... Sende jetzt einfach Trust, dass Jin nicht noch stirbt. Sieht ein bisschen danach aus. Okay. Cut hat zwei Kills, so, das ist immer so dieses. Ne? Aber. Wir holen wenigstens im Counter-Vergleich was raus. Lee Sin kommt, aber. Okay, mehr wird hier nicht gehen. So, wir machen hier schon mal die Bubble, machen da eine Q in. Wenn er springt, dann machen wir noch einen Auto-Tag. Er ist gestunt. Auto-Tag eh hinterher. Jetzt zum Beispiel, ich habe Ult, aber was soll ich tun mit der Ult? Was? Mit Z hätte ich jetzt hier schon einen Pentakill gemacht. Was soll ich mit der Ult machen? Oh shit, ich hätte nicht flashen müssen. Oh, da muss ich jetzt hierfür. Ja, und da bin ich zu schnell gestorben. Da konnte ich nicht mehr ulten. Da war auf einmal zu viel Burst. Was hat sie gemacht? Ein Dolch oder was war das? Ich glaube, es war Electrocute. Da war ich auf einmal tot. Puff, weg. Ja, so weiß ich nicht. Die Ult und ich werden keine Freunde. Aber wir müssen jetzt was verkaufen, Leute. Müssen wir jetzt hier, sonst kriegen wir... Oder? Schaffen wir es kurz mal... zu farmen, ohne zu sterben. Ohne zu fighten, so rum. Komm, wir gehen den Trust ein, Leute. Und so früh einen Dorans Ring zu verkaufen, das ist sehr unwirtschaftlich. Sehr, sehr unwirtschaftlich. Na, Dorans Ring gibt nicht viel Geld. Gibt nur 160. Hast 400 investiert, kriegst 160 zurück. Das ist sehr harsch. Sehr, sehr harsch ist das. Hiervor habe ich am meisten Angst. Cutter nicht mal, Lee Sin überhaupt nicht. Also Cutter ein bisschen, weil sie halt
nicht nur mich, sondern auch mein ganzes Team rasieren kann. Aber ich hätte gesagt, eigentlich müsste das Matchup Cutter gegen Echo gut sein. Wobei jetzt, Leute, lasst uns fair sein. Lasst uns mal ganz kurz fair sein. Wir wurden Turbo gecampt. Wir wurden, also an die Hater da draußen. Wir haben den heftigsten Turbo-Camp ab. Also so hart wurde ich seit ewig nicht mehr gecampt. Hier sehe ich mich. W da rein. E da rein. Q. Ignite. Und Ultimate. Perfekt. Auto-Attack. Q. Noch ein Auto-Attack. Und die Q zurück. Und hier vorbeigelaufen, ohne dass Tower groß. Fast. Q zurück. E. Okay, das war too much. Cutter. 100 Kills. 9-3. Schön. 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 Very nice Champion geschrieben. Ja, ne, das ist Cutter. Ich meine, klar, ich habe sie jetzt auch ein bisschen gespielt mal. Cutter, nice, aber Cutter auch irgendwie scheiße. So, Protobelt oder Ludens? Ich glaube, wir machen Ludens, weil das teurer ist. Und wir ja jetzt weniger, na, jetzt brauchen wir nur 1,7. Kann man, ne, jetzt, ich meine, ja, keine Ahnung, passt. 3000 Damage, 6000 Damage. Ja, es war schon fies. Aber wir sind 5, 6. Wir sind okay. Wir sind stable. Und solange das Wichtigste ist, dass unser ADK nicht tiltet. Wir haben einen schönen Tank auf der Top-Lane. Lee Sin wird useless sein. Vayne werden wir zum Tilten bringen und die wird richtig kacke werden. Ich glaube, ich sehe mich hier. Wir haben jetzt auch wieder Ult. Fighten wir sie? Nein. Die Antwort ist nein, denn wir brauchen Level 11. Die Antwort ist... Ja! Auto-Tank! Q! Ja, okay. Naja, nun. Nun. So, Ultimate ist ready. Ja, komm, dann geht's jetzt los. Halte ich weiter. Okay, der Flash war ein bisschen Matsch, aber... Ah, okay, jetzt... Okay, das ist zum Glück unser Mund. Bruder, ein bisschen weniger. Bisschen runterfahren, Brudi. Okay, das... Da muss er einfach für sterben. Das hat er verdient, dafür zu sterben, ganz ehrlich. Er muss dafür sterben. Können wir wenigstens den Tower Fix nehmen? What? War es Demolish? Nee, was war denn das? Hat Mundo jetzt Downbreaking, neue Attacke? Breaking down everything? War das Demolish? Habe ich gern gesehen, als ich aufgeladen hat. Wahrscheinlich, ja. Gut, nun, ja, wird auf jeden Fall gehabt haben. Mitte Party auf jeden Fall. Mitte Party, Mitte. Ich glaube, die W ist halt echt, da muss es schon ein bisschen besser advanced sein, um die ordentlich zu benutzen. Und um zu wissen, wie langsam die ist, wie lange die braucht und so weiter. Ja, einfach mal da reingeworfen, ein bisschen Stress machen. Gegner verwirren. Scheiße, wird er jetzt gleich engagen? Nee, doch, vielleicht. Dann doch einfach mal reinspringen, Auto-Attack Q. Dann Ultimate machen, Cutter töten, Free Win, E drücken, noch eine Q, noch mal ein Kill. Die Sin hat Bock. Alter, ich bin ja Elo, Echo-Gott. Das Problem ist, er killt mich. Außer... Ah, ja, komm. Er kickt ihn und ich sterbe. Das ist doch scheiße. Das ist, als wenn ein Kumpel von euch betrunken ist und deine Sachen kaputt macht. Das ist doch scheiße. Weißt du, er hat verkackt und ich sterbe. Klar, ich hätte nicht deine... Ich wusste ja irgendwie, dass es kommt, so. Gut, wir haben... Ohne Witz, verpiss dich jetzt, komm. Kann's nicht mehr sehen hier, dieses Spiel. Macht mich fertig mental. Her damit jetzt. So, Revolver ist da. Wir sind 6-7. Kann man darüber diskutieren? Aber dem Camp entsprechend. Tipp an euch übrigens. Und den dürft ihr jetzt nicht auf mich anwenden, weil ich bin der Bocklord. Wenn ihr gecampt werdet, hört auf zu fighten. Nochmal. Wenn ihr gecampt werdet, hört auf zu fighten. Ihr könnt euch nicht beschweren, ja, get camped, get... Dann hört auf zu fighten. Bei mir, klar, ich bin wie gesagt der Bocklord und ich fighte. Bei mir ist es halt so, wenn ich nicht fighte, dann lebe ich nicht mehr. Das ist so meine Passion, das ist so my way to go, mein Weg des Ninjas, mein Shinpo des Judos, was ich auch, so, was auch immer. Ich kann nicht anders. Bei euch, ja, da waren Pinkwater, wir müssen Kills Gettys machen. Wie geht jetzt unten? Guck mal, how, what the happening is here? Eigentlich würde ich mich hier sehen, tatsächlich. Okay, jetzt zum Beispiel Ultimate, ja, also klar, wir getten ihn jetzt, aber ist er rüber? Ja, schon. Könnte sein, dass er hier drin ist? Nee. Okay, scheiße, Mann. Ich hab Flash, aber das reicht locker nicht, oder? Ich sag euch, das reicht locker nicht. So eine Scheiße. Und jetzt ist er, hat ist ja schon wieder so viel Leben. Ach, komm. Nee, das ist... Ich werde noch jedes Mal, wenn das passiert, Ult, weinen. Aber Leute, was soll ich mit der Ult machen in solchen Szenarien? Einfach nichts, oder? Einfach... Da muss ich einfach fett sein und mehr Damage machen. Da wäre Puddebelt gerade lieber gewesen, sind wir ehrlich. Machen wir jetzt auch mal fix fertig.
Hätte ich da irgendwie die Ult benutzen können? Ich meine, man will sie auch spät benutzen. Man will sie ja nicht sofort rauszünden, ne? Immortality Ult, by the way. Flamet die gerade jemanden? Ich setze mal ein bisschen Salz. Cutter-Player, by the way. Klar, ich habe es auch gespielt, ne? Ich flame mich selber so. Dies, das, aber... Ich sag ja nie so, yo, hey, Cutter dies, hey, Cutter das. Ne, mach ich nicht. Er macht dies. Er macht so diesen. So, wir gehen unten. Wir müssen jetzt einfach Lee Sin nochmal einen Payback machen quasi. Oder auf Cutter. Komm. Oh, das war schon mal nix. Nee, aber kostet ja nichts, Leute. Was kostet das schon? Kostet doch nichts, der Spaß. Wir müssen uns aber auf Cutter fokussen. Oh, das unten sieht aber auch nicht ganz unlecker aus, aber... Klar, okay, wir haben ihre Ult negiert, so gesehen. Sie hat jetzt keine mehr für, wenigstens, weil sie keinen killt. Aber... Ja, okay, man kann jetzt auch sagen, ja, Tobi, klar, du hast kein Damage gemacht, aber du bist wenigstens nicht tot. Ja, dann könnte man aber auch sagen, dann sagt wieder der offensive Tobi. Ja, also es gibt halt den offensiven und das ist wie so zu Engel auf der Schulter. Der sagt dann, ja, aber du hast den Engage gesucht und du hast gerade keinen gekillt. So, das ist halt so, das ist als wenn du... quasi in Frankreich reinmarschierst und dann wieder rausmarschierst, so. Das ist halt nicht dein Weg des Ninja. Dass du jetzt, Swap, Protobelt raus, Q hinten, Flash, B. Dass du jetzt Dragon genommen hast und überlebt hast, oder doch tot, ja, hm. Ja, also, ich habe den Dragon, aber mein Team ist tot. Kannst du bitte hier, könnt ihr? Es ist harsch, Leute. Wir haben halt auch kein CC, ne? Tobi, deine W ist CC. Ja, die braucht aber 12.000 Jahre. Tobi, aber Velkos C ist auch CC. Ja, die braucht auch 12.000 Jahre. Die ist sehr, sehr langsam, ja. Und der ist in 1.5 Freund auf Ages Velkos. Bin quasi nicht ich. Ja, aber Tobi... Du hättest ja einen anderen Champion picken können. Ja, Brudi, aber sag mal, ich will ja auch selber, ich will ja nicht mich abhängig machen von anderen, was andere machen. Ich will ja selber maken, oder nicht? Boah, dieser Champion, ey. Okay, aber Leute, ich sende Trust. Ich hab Bock, das Game zu gewinnen. Wir müssen nur Cutter, 17-4, Brudi, ey. Da kam es 25? Jetzt schon? Protobelt reicht wieder locker nicht, oder? Nee. Vielleicht sollte ich einfach mal Protobelt. Vielleicht ist es ja verbuggt und es trifft trotzdem. Komm jetzt. Sie ist nochmal da. Ja. Sekundolo? Sekundolo, auf Sekundolo sehe ich mich. Okay, das Vayne. Komm hier. Bam. What? Geiler Damage, bin nur ein bisschen tief. Aber ist okay. Ja, komm. Ja, ist okay. Jetzt Jhin. Do it on the way of Ninja. Passt. Ich meine, das hat jetzt, wäre Cutter hier gewesen, wäre es jetzt schon wieder ein Penta-Ultra-Kill gewesen. Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass Cutter kein Penta macht. Das ist mein Ziel. So, wir brauchen jetzt ein Ninjas-Glas. Problem ist, unser Inventar ist voll. Stacks haben wir eben keine, also let's go. So, Cutter ist halt immer noch nicht da. Die war unten farmen, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also meine Ult, jetzt gerade muss man sagen, der defensive Tobi sagt jetzt. Ach Gott, ihr müsst auch denken, ich bin behindert, aber ist egal. Vielleicht bin ich das auch. Geistig. Tobi, die Ult, dafür, dass sie defensiv war und du quasi Leben bekommen hast und für eine Zeit lang überlebt hast, war schon stark und hat AOE Damage gemacht. Sie hat Ult noch ein. Mhm. Jetzt wird der offensive Tobi aber sagen, ja, aber... Brudi, jetzt mach! Brudi! Cutter! Your Champ, lol. Der offensive Tobi würde jetzt sagen: Diese Cutter, die wäre nicht so fett gewesen, wenn du eine Ult gehabt hättest zum Smashen. Und auch die Lulu, die weggerannt ist, hättest du Z-Ult gehabt, die hättest du gesmashed. Hund hat auch nicht geultet. Mundo auch nicht. Doch, Mundo schon, aber... Das könnte so ein... Obwohl, wir sind über die 20 Minuten raus, Leute. Wir haben alles geschafft.
Wenn ich es jetzt hochladen würde, dann würdet ihr denken, 25 Minuten, wow, muss bestimmt Echo Legendenspieler sein. Echo Legendenspieler. Okay, ich bin da, Leute. Ich sag aber, das Game machen wir noch. Ich sag, wir machen das Game. Komm, jetzt geht's los. Komm, hier, nee, da spring ich dazu. Ja, nee, ich sende Hilfe. Okay, was ist hier los? Was ist meine Ult? Da, aber mache ich das? Nö. Dann sterbe ich doch. Nee, ihr habt nicht so eine Logge. Das ist free. Free Game. Free Gameplay Material. Die töten mich gleich. Frage ist, was mache ich jetzt? Eigentlich nichts. Eigentlich ist die Antwort nichts. Aber die macht unseren Turm kaputt. Aber man sieht in ihren Augen. Du kannst nicht mal ulten. Ich meine, der Kavis macht wie viel Schaden? 300 Schaden. Sie drückt E, das macht nochmal, keine Ahnung, 300 oder so. Kann man ja nachgucken. Rune. Hier, 255. Sie drückt da. Sie hat nur E gedrückt. 500 Damage. Boom. Und Ogetti nochmal. Was ist denn Ogetti? Autotech? Schön die leckeren Ogettis, ja. Dani, Damage, infliziert ist Ogetti. Physisch. Auto. Ja, puh. Na, jetzt ist halt die Frage so. Also, ich werde dieses Game auf jeden Fall hochladen, ne? Die Frage ist aber, was wollt ihr eigentlich sehen? Ich denke mal, ihr werdet sagen, ja, Tobi, ist egal, Hauptsache irgendwas. Ist besser als gar nichts. Na, das werden einige sagen. Die anderen werden sagen, ja, Tobi, ich will sehen, wie du stormst. Tobi, bist du eigentlich sehr bad geworden? Sag mal, also erstmal die Realität, Leute. Andere YouTuber laden nur Wins hoch und meistens nur so richtig geile Wins, ja? Das heißt nicht, dass sie geil sind. Das ist Ebenenvertauschung. Ne, weil sie zeigen, sie implementieren euch ein Bild von der Unwahrheit. So, wir machen hier eine W rein für Cutter, die kommt. Die kommt aber nicht. Da, oh, Lee Sin, da sehe ich ihn. Q rein. Ward rein. Autotech. GG. So, wo ist Cutter? Ne? Also, klar, so, es gibt so Leute wie Red Mercy oder so, die laden dann immer so, wow, hey, heftige Games. Und dann spielst du mal irgendwann gegen den sogar und dann denkst du einfach, okay, dachte, der wäre krasser, so. Ja. Man kann halt auch nur die Wins hochladen, es geht. Man kann aber auch einfach mal sagen, okay, dieses Game ist so, wie es ist. Wir sind alle, naja gut, also wir sind alle am Enden, aber wir haben Bock, ich finde das ist cool, das ist so wie 300. Hättest du nach 300 gesagt, so, ja, klar, wir sind 300, ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber es sind halt 300 und wir, die Gegner, sind so eine Milliarde. Int, aufgeben, lade ich nicht hoch. Wir sind 300, das können wir nicht gewinnen. Oh, hoch, nicht hochladen. No. So, hierfür zu gehen wäre hart dumm. Okay, sie hat aber auf jeden Fall Bock. Und ich auch. What? Daddy! Oh, komm, Laser. Oh, ja, das war okay. Das war okay. Also, ja, es war okay. Und ich sag euch, Leute, auch. Ansage. Jetzt. Es gibt eine goldene Regel. Ich weiß nicht, ob sie bei den goldenen Solo-Queue-Regeln dabei war und ob sie noch wisst. Cutters throwen immer. Das heißt nicht, dass sie verlieren, aber das heißt, dass sie throwen. Und das war ein Throw. 24-6. Normalerweise hätte sie jetzt nicht sterben sollen. Das war ein Throw. Nur ein kleiner, aber es war einer. Wäre sie jetzt noch am Leben, wäre dieser Tower weg und wahrscheinlich auch noch dieser und dieser. Dann würde die nämlich einfach alles töten. Aber Cutter macht zu viel Damage. Ich kann halt auch nie mein Stuff so richtig nutzen, ey. Also ich hätte gerade schon Glas und machen können, ja, aber dies, das. Ihr kennt, wisst ihr. 40 CD haben wir denn jetzt. 40. Wir müssen erst auf Old Level 6 warten. Also auf 16, meine ich. Sie hat jetzt aber 37 Sekunden, nur 38, ist echt wenig. Uns fehlt noch ein Ultimate Hunter und noch ein Level drin. Das ist mein Ziel für dieses. Man muss sich kleine Ziele setzen, ne? Man kann sagen, ja, 10 Kills, ja, 0 Tode, 300 Minions. Mein Ziel ist Level 16. Mit vollem Ultimate Hunter. Kleine, realistische Ziele. So, wir holen uns jetzt erstmal den Red Buff, machen jetzt Lee Sin kaputt, Protobelt, Autotech, Q, Autotech, Ult. Macht leider Vayne komplett kaputt. Ja. Schön. W, da ganz weit nach hinten. E, Q. Weiter. Free Win. Komm. Very good. Guys, Cutter. Ich sag, klares... okay, pass auf. Meine Aufgabe ist, Ultgetter. Ich nenne mich Ultgetter. Ich werde einfach nur hingehen und die Ultgetter damit... Oh, ich kann nicht so schnell drücken. Leute, ich wusste, dass dieser Baron eine scheiß Idee ist. Das wollte ich sagen. Nein! Nicht den! 30 Kills, Alter. Ich weiß nicht, ob er smurft. Kann sein.
Aber 30? Ich wusste, dass es eine scheiß Idee war. Und ich wollte so, hey, ich hole mir die Ult von Cutter. Das war meine Idee, aber ich... Ja, Tobi, du benutzt aber auch nichts. Du kannst mal dein... Du hast zwei defensive Sachen, ein Offensiv, du hast Flash. Ja, Bruder, ich sterb. Die macht Boom und ich bin tot. Das ist so, als wenn ein Super-Torpedo durchs Fenster kommt. Da machst du auch nichts. Der kommt da einfach, zack. Selbst wenn du ihn siehst, dann gehst du nicht mehr auf den Boden. Dann denkst du so, ja, scheiße, Super-Torpedo. Und dann bist du... Puff. Du musst halt quasi drücken, bevor sie dich anspringen. Dann musst du drücken. So von wegen, hey, Russland könnte jetzt Super-Torpedo schießen. Könnte. Wenn nicht, sieht ein bisschen scheiße aus, wenn du jetzt auf den Boden springst. So, hey, ne, überhaupt, so es passiert nichts. Stell dich vor, einfach überhaupt nichts und ich spring einfach auf den Boden. Super-Torpedo. So. Können wir den schnell getten, bevor Cutter ausrastet? Wahrscheinlich nicht. Ich bin ja auch ein bisschen im Modus. Okay, hier geht überhaupt nichts. Diesmal ult mir wenigstens. Macht auch leider kein Damage. Ist Cutter noch on fire? Ja, so halb. Sieht schlecht aus. Sagen wir, wie das ist. Schlecht. Wir sind erstmal raus. So. Ult hat nicht so viel Cooldown. Und wir haben Ultimate Hunter voll. Guck mal. Das ist noch Level 16. Dann habe ich... Das müssen wir noch schaffen, Level 16. Dann haben wir Goals, Leute. Friendship Goals. Goals, Goals. Alle Goals. Uff, Alter, kurz nicht hingeguckt, schon wieder tot. Brudi. Brudi. Gut, nun. Nächstes Item. Rabadons. Vielleicht auch ein Voidy. Ich habe gerade irgendjemanden volle Möhre getroffen. Voidy, Leute. Ganz klarer Voidy. Die haben dreifach Magieresistenz. Hier, hier, hier und da. Supporter-Hands haben auch immer Magieresistenz. Irgendwas. Passt. Und da kommen ja noch locker welche. So. Wir haben Ult. Ich gehe einfach mal für den Lulu-Kill. Donne. Wir gehen. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt, ich schwör. Das Ding ist, ich war halt noch in der E-Animation. Ich bin in der E-Animation gestorben, Leute. Ich hab E gedrückt und dann springt er und in der Zeit bin ich gestorben. Wie viele Stacks? Ich sag 40. Ja, 40. Einfach 40. Einfach 40. Ich meine hier, Leute. 1,57 Sekunden. Ja, GG. 0,0 Sekunden am Drehen. Bei mir war ziemlich viel am Drehen. Ich meine, ich inter auch. Ich sollte da einfach nicht hingehen. Aber ich denke halt immer so, ja, ich kriege ihre Ult, damit sie die auf Cooldown hat. Aber die Realität ist, dass ich jedes Mal einfach sterbe. Ich bin 9,14. Das ist aber auch schlecht. Ja. Ich meine, der war 50%. Weg. Aber Leute, ich sehe mich hier noch. Ich glaube, da wird noch ein Throw initiiert, Leute. Ich glaube, hier wird noch ein Throw initiiert. Ich bin jetzt da, Leute. Wir machen das jetzt. Ich bin voll im Getter-Mode. Komm, komm. Wobei, Lulu, ja, aber Lulu läuft auch irgendwann aus. Q schon mal drauf. Derre! Pre! Slobo! Slebo! Slemo! 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 Ah, ich hab schon das gedrückt. Ja, okay, es ist sauber. Es ist sauber. Ja, gut. Deswegen hasse ich Cutter. Und ich glaube, viele von euch hassen deswegen Cutter. Cutter ist ein Champion, mit dem du halt legit 1v9 machen kannst. Und das auch in Diamant. Da habe ich letztens auch so ein Game verloren. Ja. Unglücklich. Ja, was halten wir von Echo? Jetzt kann man natürlich, erstmal muss man realistisch sein, Leute. Man kann jetzt nicht sagen, ja, hey, das ist eine Game Echo bad. Kannst du nicht. Du kannst vor allem, wenn du ein Champion, ne, Echo Mains werden jetzt sagen, boah, meine Augen bluten. Ja, dafür sackst du aber auch mit allen anderen Champs, du kleiner Echo Main, du. Während ich ziemlich geil bin, mit relativ vielen Champs. Aber ist okay, man hätte besser spielen können, aber das mit der Ult, Leute, sagt mir, was haltet ihr von der Ult? Seid ihr da meiner Meinung oder ist Echo gar... Ich habe das Gefühl, wenn du fett bist, okay, aber wenn du jetzt mal 0-0 bist, dann ist die Ult einfach offensiv gesehen meh. Meh. Ich würde sagen, sie ist meh. Meh. Nun, ich hoffe, ja, das ist ein schönes Gamer und freue mich darauf, eure Kommentare zu lesen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss, ich hab euch lieb. Und das ist die Wahrheit.